Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Zu einem neuen VR-Projekt sogar, das ich aufnahmebedingt mache und nicht streambedingt. Zu Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2 Retribution. Ja. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht nicht mehr dran, die mir länger zuschauen eventuell, aber ich habe den ersten Chapter zu Walking Dead Saints and Sinners damals Let's Play, das war sogar eins meiner ersten Let's Plays auf diesem Kanal. Logischerweise, weil das ein VR-Projekt ist, habe ich den Avatar nicht an. Damit müsst ihr bei VR-Projekten leben. Ich könnte mir das hier nicht so aufbauen, wie ich es bräuchte, damit ich das so machen könnte. Im Übrigen, bei VR-Projekten benutze ich auch ein anderes Mikrofon, also deswegen ist auch meine Mikrofonqualität anders als bei anderen Projekten. Auf jeden Fall. Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2. Das Spiel ist schon länger für PC und PS5 verfügbar, aber erst seit kurzem für PS4 und ich habe VR nur für PS4, Leute. Das mal ganz kurz vorweg gesagt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen von euch, der schon ein bisschen zu dem Spiel weiß. Gerade weil das Spiel ja auch schon ein bisschen länger raus ist. PS5 ist mir halt einfach zu teuer. Und finde ich ist eigentlich auch generell eine Geldverschwendung, weil der einzige Unterschied zwischen PS5 und PS4 meiner Meinung nach ist, ihr könnt mich korrigieren, das ist meine Meinung, ist, dass es einfach nur mehr kostet dafür, dass man dann die Spiele ein bisschen früher spielen kann. Ich finde, da ist nicht wirklich ein Qualitätsunterschied. Man kann mich natürlich korrigieren, aber ich finde, es ist halt nicht wirklich viel besser. Jedenfalls, ich freue mich schon hier auf Chapter 2. Ich war gerade eben schon einmal in dem Spiel drin und habe gesehen, man kann die Speicherdaten mehr oder weniger vom ersten Saints and Sinners auf dieses hier importieren, beziehungsweise exportieren. Und dafür muss ich gleich einen Code eingeben. Den werde ich auch sofort eingeben gleich. Und dann kann ich so gesehen so weitermachen, wie ich da aufgehört habe. Also, ihr habt ja so vor in dem Vorschauvideo so ein bisschen gesehen, wie es war. Was so in der Vergangenheit passiert ist, hier mit dem Vault und so weiter. In der Kirche, wo er ja unter der Kirche so ein riesiges Ding versteckt war, wo Ausrüstung etc. drin war, aber auch ein Typ, den man retten konnte. Und wir hatten uns da am Ende ja entschieden, den Typen zu retten, anstatt ihn sterben zu lassen. Es gab halt die Option, entweder man nimmt den Scheiß mit und der Typ stirbt, oder man rettet den Typen, aber kann den Scheiß nicht mitnehmen. Und ja. Ich hoffe, mein Spielerlebnis, was hier ist, das wird jetzt darauf aufbauen. Man hat natürlich auch die Option, einfach blind in das Spiel reinzustarten. Ich gebe dann jetzt erstmal den Code ein. Also hier, ihr seht das, importieren. Und da kann ich dann jetzt den Code eingeben. Well. Look at you, tourists. La celebrité on the tip of everyone's tongue. If I'd have known you were gonna cause this much trouble, I'd have kept my mouth shut about the reserve. Maybe all those lives would have been spared. One thing is certain, though. Misery spread like wildfire, and your name was taken to blame. But what's done, it cannot be undone, no matter how badly you wish it could. You feeling okay, tourists? That thought eating up your brain? Got you seeing flames? Meine Hand, sie brennt! What went down at the reserve? Well, that ain't nothing compared to the hell unleashed upon Old Town. Wonder if we'll ever know who kept them bells ringing for 3 days straight, riling up the whole into a frenzy so savage. The living
didn't stand a chance. Shrup. But despite it all, the reserve being a bust, a madman laying waste the whole town, the tower folks don't seem frazzled. Business as usual. The building even seems a few stories taller now that Mama finally slaughtered the reclaimed. And no one's heard boo from JB in a long while. Some say he's dead, and I'm more fond of the taller tales that the devil slithered back to his warm and cozy domain. Of course, someone will always step out of the shadows and make themselves known when there are big shoes to fill, right? That vile hole in the ground was going to be the end of New Orleans. We have reaped what we sowed. All those lives wasted, and for what? None of the legends. Ich höre hier gespannt zu. The reserve about this noise coming out of the fence court. Has shifted. It's only gonna be a matter of time before the tower comes knocking on that preacher's door. Das Gebäude interessiert mich. Are you sure you want to get caught in the middle of that mess, tourist? Maybe you'd be better off paddling back to the bayou. Leave no one behind. Supplies are getting scarcer by the second. The living. Das ist mein Freund von damals. And the dead? Well, they just keep multiplying. Gonna take nothing short of a miracle to survive what's coming. Ey, zur Erinnerung, im ersten habe ich ihn gerettet. But that's not how it's going down, has it? I'd say wherever the tourist goes, death ain't far behind. So you got one or two of them miracles up your sleeve? Been saving them for the right occasion, maybe? She wants you to know something, tourist. That a darkness has swallowed you. There ain't no use in fighting it, she says. Just surrender. Let it devour you. You best be on your way home now, tourist. Let a dead man rest in peace. Hallöchen. One last thing before you go. A bit of advice from beyond the grave. In a time like this, where it seems like the only decisions worth a damn are the ones that save your own ass? Well, you best give that a second thought. Payback still exists, my friend. And payback is a whole lot more ornery than a ribbed thin rabbit dog. Payback is an honest to God force of nature. Gottes Willen. Forest, you alive? Up here, tourist. Hello. You need to stand up. Oh, shit, that's a lot of blood. We gotta move. Grab your flashlight on your chest. Let's go. Left hand. Ja, ich habe gerade einmal kurz zwischengespeichert, also die Aufnahme und habe dabei gerade was gemerkt. Halt mal eben kurz die Klappe.
Ich muss gucken, dass ich zwischen den Sequenzen gucke, dass ich meine Aufnahme abspeichere. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht das Tutorial bei mir gesehen. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Da bin ich halt nur auf die Sachen hier eingegangen. Ein bisschen, aber wie gesagt, ist nicht sonderlich wichtig. Ich muss versuchen, mich selber daran zu erinnern, jedes Mal, bevor ich einen Gebietsübergang mache, sicherheitshalber abzuspeichern, weil wenn ein Ladebildschirm kommt, dann bricht er die Aufnahme so gesehen ab. Also ich muss versuchen, mich selber daran zu erinnern. Also sorry, dass ihr das mit dem Tutorial jetzt nicht habt, aber ganz ehrlich, ist es auch nicht weiter wichtig. Hauptsache, ihr habt die Sequenz von gerade eben. We ain't got much time. Your chest, left side. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ich habe meine Kurzerklärung abgegeben. Was habe ich denn an Waffen? Eine Samedes-Hand? Habe ich mein Inventar tatsächlich vom ersten jetzt übernommen? Get some light. Grab it off your chest. Tatsächlich, ich habe mein Inventar vom ersten Spiel. Damit haben wir hier zumindest so gesehen einen Startbonus, weil da habe ich zum Beispiel hier richtig gute Verbände schon mal am Anfang. Ein Hackbeil zum Beispiel. Klar, es wäre natürlich ein bisschen spannender. Floor collapsed and swallowed you up. Dropped you like a fucking rock. Thought you were toast. Get your head clear. We gotta escape this hellhole. Place is swarming. Yo, pick up those blueprints. Ich erkläre mal ganz kurz noch, wie das Spiel funktioniert. Also zuallererst, ich habe so Waffen wie zum Beispiel dieser Medis-Hans oder meinen Hackball. Ich muss mit Schwung zuschlagen, um Zombies zu köpfen etc. Und mit Schießwaffen muss ich auch versuchen, genau zu zielen. Ich habe auch zwei Hinterwaffen, wie zum Beispiel mein Katana hier. Das muss ich auch mit zwei Händen halten. Dann kann ich mit richtig viel Schwung die vernichten. Und die Taschenlampe funktioniert so. Ich halte sie, schütte sie und dann hat sie Energie. Und dann kann ich sie an und aus natürlich machen. Mein Inventar funktioniert so. Ich habe hier den Rucksack. Ihr seht ja mein Inventar. Beispielsweise Verbände, so ein Spielzeugroboter etc. Und ich muss auch gucken, dass ich immer so viel Scheiß wie möglich mitnehme. Beispielsweise, sagen wir jetzt mal, so eine Lampe. Die kann ich nämlich verwerten und damit kann ich mir dann selber solche Sachen herstellen. Zombie-Körperteile kann man dazu einnutzen, sich so einzureiben und dann einen kurzen Moment vor den Zombies unsichtbar zu machen. Zusätzlich, ich habe hier ein Handbuch. Da kann ich meine Aufgaben sehen. Meine Baupläne. Kann mir auch ein paar anheften, wenn ich nach bestimmten Teilen suchen will. So gesehen ein Tutorial über das ein oder andere. Und es gibt auch eine Karte natürlich. Waffen wie zum Beispiel das hier muss ich immer in diese Slots hier wieder reintun. Das gilt aber nicht für Buch, Lampe und Rucksack. Die muss ich nicht wieder irgendwo mit drauf tun, um sie wieder mitzunehmen. Can't believe what we went through to get those fucking things. Father Carter better be Hail Marying his ass off when we get back. Fuck! You got company! Take this! I gotta get you up here. Oh! Wait. What the fuck is that? I hear something. Shit! They're flooding in! Behind you! Hi! Hi! Run, tourist! Get the fuck out of here! Go! Ja, komm runter.
Ja, jetzt sehe ich nicht mehr, wo die Waffe ist. Der hat mir doch auch eine Waffe hingeworfen. Ach, ist jetzt auch egal. Ich sollte hier nicht zu lange bleiben, die kommen hier, glaube ich, endlos. Hi! Schon mal ein bisschen Scheiß zu mitnehmen. Oh, jetzt bin ich zweihändig unterwegs. Vier und Schmerz. Ist hier sonst noch irgendwas zu mitnehmen? Ah, hier ist ein Medikament. So eine der wichtigsten Regeln in diesem Spiel ist eigentlich alles mitnehmen, was man finden kann. Ich habe nicht im geringsten eine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Da hat einer Gas gegeben. Wenn die mich einmal packen, dann muss ich schütteln, um mich wieder frei zu kämpfen. Tschüss. Ich weiß, dass es sich lohnt, um sich umzuschauen. Hilfe, ich heb ab. Muss ja nicht gleich abgehoben sein. Wie gesagt, die Devise ist... Ah, jetzt bin ich voll. Okay. So viel wie möglich mitnehmen. Steht dann auch immer bei, wie viel alles wert ist. Ich kann die nicht abschießen. Ja, wenn man es richtig anstellt, kann man auch einhändig klettern. Ich finde nur Ziel mit der Pistole ist ein bisschen schwer in diesem Spiel. Drei Schuss hat die noch.
Ist ja gut. Ich wollte die abwehren. So, ich habe auf die Schnelle zwischengespeichert gerade. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Und wie nutzt man die? Einfach nur werfen? Das macht gut Licht. Ist mein Katana jetzt weg? Ja, ich habe mein Katana gerade verloren. Ah, man kann auch irgendwas gegenschlagen. Alter, sind die Scheiße laut. Hallo? Kann ich euch ausstellen? All right, you have my attention now. Okay. I'm all ears. As I was saying, glad to see you upright, tourist. No broken bones, not even a limp. Thank the Lord. Holland's found you in the bushes unconscious and dragged you here. Looks like you had quite an exit from the hotel. You have good news to share, I hope? Gute und schlechte. Good news is that I managed to make it out alive. Bad news. My friends are dead. Es tut mir leid. Sorry. Thank you. What happened? Keine Ahnung. Ich denke mal, er hat Angst bekommen. I got spooked and took off running. Someone had set a trap. She tripped it and boom. Blew it to bits and collapsed the floor on us. Ty was a God-fearing warrior. Bless her soul. But they all knew the risk. And yet, they forged ahead. Brave souls, all of them. Gestorben für eine gute Sache. I regret that you were put in such danger. Ich finde es übrigens toll, im ersten Spiel hat unser Charakter nicht wirklich geredet. Hier redet unser Protagonist. Me too. But nothing I haven't seen before. We found the blueprints. But honestly, I don't know what good they're gonna do you. You'll never be able to clear that place. You need to rethink your plan. May I have the blueprints, please? Ach ja, ich habe ja Baupläne hier gesammelt. That hotel will be our home. We've had a setback, yes, but the blueprints are valuable. It will help us plan our next effort. When the time is right, we will try again. Our faith will deliver us. Das wird eine Weile dauern. Am liebsten würde ich gerade die Option nehmen. From what I saw in there, it's gonna be a long wait. Patience is a virtue. Im Übrigen, ich kann das Spiel nicht unterstellen, das ist schon auf Maximale. True, but I ain't got any. We want what everyone wants. Belonging, community, peace of mind. After the disaster in Old Town, many of my people are living in constant fear. The rumors of a psychopath behind it all have them rattled, thinking everyone outside of my flock could be the perpetrator, an envoy of Satan himself. But the living must band together, not remain divided. And the hotel is our answer. Was für Psychopath.
Ich versuche übrigens in diesem Spiel der Gute zu sein. Einigen wir uns darauf, dass wir anderer Meinungen sind. Agree to disagree and move on. We got some business to discuss. Indeed we do. I read the Pawn King's proposal. It's ambitious, but sound. You could tell Sunny I accept, but with certain stipulations. Here, I've outlined them in this letter. Minor tweaks to the agreement that I think he'll find amenable. A trade network for those of us outside the tower walls could ease a lot of suffering. Oh. Okay. Quest-Item haben ihr eigenen Platz. A preacher with a dash of business savvy. Never thought I'd live to see the day. I'll give him your letter. My grandfather sold Bibles door to door. I know a bit about the hustle, tourist. Knowing Sonny, he's pacing behind that glass of his, wearing a groove into the floor, waiting for my response. Let him sweat it out for a bit. You clearly need to get some rest. Your weapons and gear are just outside the door. No offense, of course, just a precaution. God bless, and Godspeed, tourist. Okay. Mein Zeug soll hinter der Tür sein. Ich würde mal sagen, wir machen hier bei dieser Folge erstmal Schluss. Haben ja ein kleines bisschen Input gehabt. Ich versuche die Folgen relativ kurz zu halten. Bei dem ernsten Zinsen waren sie teilweise 45 Minuten lang und das würde ich gerne vermeiden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.